gehabt. Das ist ein Spruch, den hört man natürlich wahnsinnig gern, aber trotzdem natürlich gerne abhängig von der Situation, in der man ihn hört. Wenn es beispielsweise darum geht, dass man beim Abendessen im Wirtshaus ein kleines Schnitzi haben möchte, dann ist Schwein gehabt vielleicht durchaus interessant. Wenn man in der Schlachterei von Tönnies arbeitet, vielleicht dann doch nicht mehr ganz so viel Glück. Aber wenn man sich gerade irgendwo in einer Hinterholz-8-Straße bei Hintertupfing und Schaas-Klappersdorf falsch abgebogen ist und in Berkshire County landet, wo man offensichtlich auf einem Boden sich rekeln muss, während dann aber ein axtschwingender Hinterwäldler auftaucht, der eine Schweinsmaske trägt, dann glaube ich, ist dieser Spruch doch irgendwie ein bisschen weniger glückversprechend. Und ja, ich hätte diese Herleitung auch mit der klassischen Saw-Maske machen können, aber das wäre mir zu billig gewesen. Cool finde ich übrigens auf dem Frontcover von Berkshire County auch, dass oben noch steht, "And you thought the wolf was bad." Was? Du dachtest, der Wolf wäre schlecht. Ja, natürlich, wenn er abgelaufen ist, dann würde ich ihn auch... Da fällt mir eigentlich ein, warum essen wir... Egal. Auf jeden Fall ist Berkshire County, finde ich irgendwie relativ cool, wie das Wort Berkshire schon irgendwie gedruckt ist, aber dann offensichtlich jemand mit so einer Mini-Spraydose drüber gegangen ist und County drauf gekrickelt hat. Wir bekommen offensichtlich laut Movie Cops einen der besten Home-Invasion-Filme aller Zeiten zu sehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, welches Home eher da auf dem Cover-Artwork momentan invaded, aber offensichtlich dürfte ihre Wohnsituation nur eines von ihren ganz, ganz vielen Problemen auf diesem Cover sein. Wir bekommen aber meiner Meinung nach einen sehr gut ausgenützten Spine, der mir persönlich gut gefällt, können dann auf das Backcover schauen. Hier haben wir übrigens dann gleich noch ein paar andere Informationen. Der Film Berkshire County ist von Mad Dimension, nämlich einerseits natürlich auf DVD und Blu-ray in einem Standard Edition Keepcase erschienen, aber eben auch in dieser Mediabook-Auflage, die mir hier vorliegt, und die ist limitiert auf nur 3.500. Erinnert euch noch damals, wo man gesagt hat, 3.500 Stück, das ist irgendwie eine niedrige Limitierung, und heutzutage ist 350, bist du deppert, wirst du die ganze Welt versorgen mit dem Schatz? Naja, auf jeden Fall ist das Ganze zwar angegeben als 3500 Stück, aber eine individuelle Durchnummerierung gibt es nicht. Dafür gibt es... Ich hab keine Ahnung, warum ich da so lachen muss, aber das klingt irgendwie nach einem Charakter, den irgendjemand ganz, ganz böse bei Fallout 4, dem Charaktereditor, zusammengebastelt hat. Oder am ehesten noch irgendetwas, das man im Saints Row Franchise erwarten könnte. Das sieht wild aus. Anyways, wir bekommen im Inneren von dem Mediabook ein Armutszeugnis des Grafikdesigners von Mad Dimension, weil die Tatsache, dass es hier eine nutzbare Fläche gegeben hätte, hat er offensichtlich nicht realisiert. Dafür finde ich aber eine Sache wahnsinnig genial, und da muss man wirklich ein großes Lob aussprechen. Wir haben nämlich quasi auf dem Frontcover von dem Booklet die genaue gegenteilige Ansicht von dem Charakter wie auf dem Backcover. Das heißt quasi, er schaut oder ist hier durch im Booklet. Das finde ich eigentlich eine wahnsinnig coole Idee. Vor allem muss ich aber auch zugeben, ganz ehrlich, je mehr man sich spitzt, solche Schweinsohren fällt mir da noch rein, diese nervige Ja-Natürlich-Reklame, oder eben auch die Tatsache, dass es so ein bisschen die Freitag der 13. Teil 2 Jason-Maske ist, auf der irgendwer Hundefutter getackert hat, sieht absolut wild aus, aber eben, wie gesagt, hier dieses Vorne-Hinten-Spiel finde ich absolut großartig. Können dann einmal durch das Booklet blättern. Also die Gestaltung ist teilweise wirklich schon fast interessant. Erinnert mich eben vom Design her auch an einige Mediabooks, die man eben zum Beispiel von Shock oder anderen Labels kennen. Aber... Eat pork good to the last oink...
Also ganz ehrlich, wenn dein Schnitzel Oink sagt, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu frisch. Aber wir können da einmal durchblättern. Es gibt natürlich in dem Booklet eine Menge an Bilder, ein paar Wörter Text von Nando Rona, aber meiner Meinung nach ist das ein durchaus gelungenes und eigentlich optisch, finde ich, ziemlich ansprechendes Mediabook.